Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Ich weiß gar nicht, was wir da unten überhaupt gemacht haben bei Valle Tabaco. Ich glaube, mich da erinnern zu können, wir haben dann in der letzten Folge mal wieder so eine... Rätsel war es ja gar nicht. So eine Verfolgungsjagdmission erledigt, wo wir quasi hier wahrscheinlich ein Versorgungsgut hatten, das wir retten sollen, beziehungsweise für uns, für Libertad, hier irgendwie aufbewahren sollten. FND war natürlich auch da. Ich kann mich da wahr dann erinnern, hier unten war irgendwas. Und dann weiß ich leider nicht mehr, was wir jetzt tun sollen, denn wir haben die nächsten Missionen da oben in Aguas Lindas, in einem Gebiet, das wir bisher eigentlich noch gar nicht wirklich kennen. Wir waren hier gerade mal ein bisschen zugange, da oben haben wir ein bisschen was entdeckt, aber der Großteil dieses Gebietes da oben ist noch unentdeckt. Er streckt sich bis dahin über zum Flughafen, bis zur Universität und der Nachbarbezirk ist dann auch schon Esperanza, die Hauptstadt von dem Ganzen hier. Und nachdem wir aber da zwei Missionen haben und ziemlich viele andere Nebenmissionen, ziemlich viele Gebäude, die wir erledigen können, wir haben Flugabwehranlagen hier, würde ich sagen, wir machen dort jetzt gleich mal weiter. Aber davor würde ich ganz gerne noch, ich habe nämlich einen Kommentar gelesen von einem lieben Zuschauer, der hat gesagt, diese Kiste hier, wir reisen da nochmal ganz schnell hin, diese Kiste hier kann man anscheinend doch irgendwie holen. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Schnellreise hierhin zur Finca, holen uns dort ein Auto, fahren mit dem Auto dann nochmal zu diesem kleinen Kontrollpunkt und werden gucken, ob wir die Kiste vielleicht doch noch mitnehmen können. Die liegt ja schon ziemlich lange dort. Wir waren ein paar Mal dort, haben es nie mitnehmen können. Danny. Ich richte mal ganz kurz mein Mikrofon. So, jetzt soll es passen, genau. Wir waren schon ein paar Mal dort, haben es nie mitnehmen können. Und ich würde ganz gerne mal probieren, ob das geht. Der Zuschauer hat geschrieben, man kann es vielleicht mit Dynamit lösen. Er hat es mit Dynamit aufbekommen. Ich weiß nicht genau, haben wir überhaupt Dynamit mit? Wir haben... Baseball mit und Gesundheitsinhalation. Aber wir haben ja die hier mit, die Pyrotechnik. Vielleicht funktioniert sie ja mit der auch. Warum haben wir dann eigentlich nur so Scheiße hier? Gesundheitsinhalation? Ach so, das ist ja wegen unserem Supremo. Stimmt ja. Da können wir uns ja wieder hochheilen, wenn wir mal gestorben sind. Oh, mit dem Panzer könnte man theoretisch wahrscheinlich auch die Tür raufschießen dort. Aber naja, wir wollen ja weiterkommen auch noch. Und mit dem Panzer, ist zwar schön, dass wir den haben, aber ist vielleicht ein bisschen too much für diese Mission hier gerade. Wir nehmen mal den hier, den Nox Dungaree. Huch. Ah, Farben. Nehmen wir den mal in Onyx Schwarz. Warum auch nicht? Dann fallen wir nicht so auf in der Nacht. Das Auto ist dunkel, es ist generell dunkel. Die wissen trotzdem, wo wir sind. Da brauchen wir uns nichts vormachen. So, und endlich, neue Aufnahmesession. Guck mal einer an, endlich lebt unsere Minimap wieder. Da haben wir in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen, in der letzten Aufnahmesession, das Problem gehabt, dass die Minimap da sich irgendwie verabschiedet hat und gar nichts mehr angezeigt hat. Mittlerweile haben wir sie wieder, zum Glück. So. Ein bisschen schnell vielleicht für diese wackelige Straße hier. Uiuiuiui. So, und irgendwo hier muss dann eben die Kiste zu finden sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Es gibt anscheinend doch einen Schlüssel, der da irgendwo rumliegt. Auf einem Betonpflock soll der Anleiter anscheinend liegen. Die Frage ist nur, wo? Auf einem Betonpflock hier? Oder auf einem Betonpflock irgendwo in Yara? Hier liegt Munition. Die brauchen wir nicht. Weil wir waren ja schon ein paar Mal hier und haben versucht, da reinzugehen. Es hat nie funktioniert. Und normalerweise liegen die Schlüssel immer hier irgendwo in der Nähe rum. Also immer dort, bei dem Ort, wo wir eigentlich auch reinkommen. Nur irgendwie ist hier genau gar nichts zu finden. Gucken wir mal hier, aber ich glaube, da ist auch nichts. Nee. Wir haben ja sicher schon mal alles hier abgeguckt, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da mal noch nicht alles abgeguckt haben. Aber gut. Probieren wir es mal mit Raketen. Schaut gut aus. Sehr schön. Cool. Hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben, dass die Tür einfach so aufgeht. Nice. Na, Scheißdreck. So. Also, lieber Zuschauer, danke, 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 danke für diesen Tipp. Einfach mit Dynamit aufsprengen oder eben auch mit unserer Superwaffe hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind drin, wir können die Kiste mitnehmen und müssen uns dann später nicht mehr um dieses Gebiet hier kümmern. Was haben wir denn sonst noch da? So einen komischen Schein haben wir hier, was zum Abhören, was zum Telefonieren, eine Karte von Yara, ein paar Dokumente, aber hier war schon lange niemand mehr. Und die Kiste mit ein bisschen Schießpulver.
Ist okay, nehme ich gerne mit. Und dann machen wir gleich mal die zweite schnelle Reise und zwar zu diesem Kontrollpunkt da nach oben, zu Colinas Planas. Und dann schauen wir mal in Aguas Lindas, was wir dort so tun können, was wir dort also am Anfang mal machen werden. Wir müssen diese Insel natürlich auch mal hier erkunden. Das reicht aber, glaube ich, wenn wir einmal diesen Pfad da folgen. Das ist, glaube ich, von links und rechts, dass wir da von dem Nebel mitnehmen, sollte die ganze Insel da aufgedeckt werden. Wir hätten hier unser erstes Lager, das Stahlwerk FIS Kudo. Da hätten wir Okus Abbild. Ich würde mal sagen, das holen wir uns gleich mal als erstes. Wir fahren da nach oben. Dann nehmen wir nämlich die Küste auch gleich mal mit. Dann holen wir uns Okus Abbild. Gehen einmal hier auf die Insel. Clearen mal die Insel wieder ab, gehen wieder zurück, können theoretisch da nach oben fahren, Richtung Cayo Ardiente. Aber mal gucken, was es da so zu finden gibt. Da haben wir auch noch eine kleine Insel und dann würde ich ganz gerne zu den Krokodilstränen, die Schatzsuche. Nochmal Okus Abbild, dann machen wir das quasi so einmal durch, bis wir dann hier wieder landen auf der Hauptstraße und dann können wir einfach die Straßenseite wechseln und hier drüben zum Stahlwerk hingehen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Machen wir das mal so, das heißt, Okus Abbild wird mal markiert. Jola. Was? Achso. Ah. Das passt genau, dass das jetzt hier gerade steht. Ich hoffe, das war nicht seins. Weil mit dem haben wir hoffentlich die Möglichkeit, da unten irgendwie rumzufahren. Die Frage ist nur, wo ist denn dieser Libertad-Pfad überhaupt? Hier unten. Hier unten? Sieht aus, als wenn mal ein Fluss durchgelaufen wäre. Eieiei, also steuern lässt sich dieses Ding überhaupt nicht gut. Das hat einen Wenderadius wie von einem LKW. Aber wurscht. Ich nutze das ja nur, um von A nach B zu kommen. Irgendwie. Wir haben hier keine Verkehrsregeln, an die wir uns halten müssen, zum Glück. Wow. Aber es geht halt weitaus schneller mit so einem Teil, als wenn wir hier zu Fuß laufen würden. Da ist jemand. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz. Haben wir alles mitgenommen? Sehr schön, sehr schön. Rio de Plata. Eine kleine Siedlung. Warum tun Sie das? Was wird hier getan? Ich hab doch nichts getan. ¿Cómo anda? Cállate. Du hast nichts zu sagen. Niemand will dich reden hören. Raubt der die gerade aus oder was macht er mit denen? Nicht mehr viel, würde ich sagen. Ihre Mutter wäre stolz auf das, was Sie tun. Bitte tun Sie mir nichts. So, meine Lieben, alles gut, ihr könnt fliehen, alles in Ordnung. Huch, verblasste Nachricht, wo liegt die denn? Der Ort sieht verlassen aus, daher macht sich niemand die Mühe, ihn zu überprüfen. Es ist ein guter Ort zum Untertauchen, man darf nur nicht zu lange bleiben, denn sonst kommen die noch drauf. Libertad ist in der Gegend aktiv. Einfach den blauen Markierungen folgen, die können helfen, wenn man was zum Tauschen hat. Ja, die blauen Markierungen gibt's ja auch überall. Hä? Wo liegt denn dieser Zettel? Ich lebe noch. Noch? Verblasste Nachricht? Wo sollen die da zu finden sein? Ich sehe da überhaupt nichts. Wahrscheinlich ist die schon so verblasst, dass ich gar nicht mehr weiß, wo die ist. So, wir nehmen uns mal das hier mit. Komplett überschwemmt das Gebiet hier. Guck mal einer an, da steht alles unter Wasser. Die Hütten, die hier stehen, stehen unter Wasser. Und da vorne, diesen einen Teil, wenn wir gerade gesehen haben, den da. Gut, sieht man auf der Map nicht unbedingt das hier. Das war entweder früher mal eine Straße, man sieht ja so einen kleinen Weg nach oben. Oder das war vielleicht früher mal ein Fluss, der da lang geflossen ist. Und mittlerweile aber ausgetrocknet sein kann. Ach, hier, verblasste Nachricht, in der Flaschenpost drin, okay. Ich dachte, das ist ja irgendwo im Auto zu finden. Ich habe ein bisschen Schiss wegen den Stromkabeln, muss ich zugeben, aber ich sehe jetzt keine Elektrizität im Wasser. Das heißt, ich denke, wir kommen da einfach so durch, ohne gröbere Probleme. Die Armen hier haben eh schon alles verloren, haben eh schon kein Zuhause mehr, hier steht alles unter Wasser. Und der FND-Soldat kommt trotzdem noch her und will da irgendwie wahrscheinlich den letzten Rest noch rausquetschen aus denen. Vom Hab und Gut. Ein Segen. So. Danke, Oku. Das nehmen wir mal mit. Hier ist auch nichts zu finden. Ich finde, irgendwie sieht das cool aus, finde ich, mit dem Wasser. Gefällt mir irgendwie gut. Hat ein bisschen was Titanic-mäßiges. Also diese Wasseranimation, wie das hier pritschelt, finde ich nett. Finde ich sehr gut. Sieht gut gemacht aus.
So, was haben wir da? Eine Notiz von FND. Achtung, Paria-Logistik. Auf der Ölplattform herrscht aufgrund von Gefahren am Arbeitsplatz und Nachlässigkeit des Personals ein akuter Arbeitskräftemangel. Künftig werden noch weniger geeignete Parias eingesetzt, um die offenen Stellen zu besetzen und den Produktionsausfall auszugleichen. Höh, was bist du da? Oh, ein Krokodil. Das ist ja doof. Was macht das Ding hier? Warum ist denn das so schnell? Ist sie schon tot? Jetzt. Fleisch eines amerikanischen Krokodils. Weißt du, wenn ich draufballere, steht dann beschädigtes Fleisch. Aber wenn ich mit einem Raketenwerfer, also mit Raketen generell, mit einem Feuerwerk darauf schieße, dann ist das Fleisch anscheinend unbeschädigt. Das finde ich interessant. Krokodile sind hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, wir gucken uns noch mal ganz kurz hier bei den Häusern um, bei den letzten, und dann gucken wir mal, wie wir auf die Insel da drüben hinkommen. Puh, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Und dann bleiben am Boden der Tatsachen. Was haben wir da? Windshield, Washer Fluid, Vehicle Oil, ein bisschen Öl zum Wechseln fürs Fahrzeug. Schade. Das war bestimmt ein schöner Ort damals. Und mittlerweile kannst du hier im wahrsten Sinne des Wortes baden gehen. Was leuchtet denn da hinten? Ist das ein Lagerfeuer? Hä? Komm ja. Ah! Das ist kein Lagerfeuer, da ist anscheinend irgendwas von diesem völlig ungiftigen Zeug natürlich. PG-42, anscheinend irgendwas hier liegen geblieben. Die Pelikane haben sich gedacht, wir gucken mal, was das da ist, genauso wie die Fische. Und jetzt sieht man ja, was daraus geworden ist. Die liegen hier unfällig. Pelikane sind der Flamingos. Hoppla. Jetzt ist die Frage, wenn wir es aufschießen, ist es dann besser oder eher schlechter? Ich lasse mal so, wie es ist, da treibt das dann vielleicht nicht hier komplett in dem Gebiet sich alles rum mit diesem komischen Zeug da, sondern nur hier. Die armen Viecher, völlig ungiftig natürlich, sagen sie ja immer den Parias, die da schuften müssen auf den Feldern. Aber gut, denen kann es ja wurscht sein, weil die können sich eh nicht wehren. Ich hätte mal von da nach da drüben gehen, da haben wir nämlich die größte Chance. Ich dachte, da liegt das nächste Krokodil, aber es ist nur so ein Geäst. Die größte Chance, da unbeschadet rüber zu kommen. Völlig ungiftig das Zeug, da drüben brennt auch einer. Deswegen müssen die auch alle so einen fetten Schutzanzug tragen, wenn die mit dem Zeug da umgehen und rumsprühen auf den Feldern, weil das ja komplett ungiftig ist natürlich. Mhm, sieht man ja. Sieht man ja, wenn man hier am Strand mal guckt. So, da vorne liegt aber dann doch das nächste Krokodil. Drei sogar. Na super, im Dreierpack. Glückwunsch. Ein kleines dahinter auch. Sehr toll. Hö, da ist ja auch eins. Oh Gott. Wo sind wir denn hier gelandet? So, das war das iranische Krokodil. Wir hatten das amerikanische vorher. Das iranische ist, glaube ich, ein bisschen kleiner. Oh Gott, da sind die nächsten zwei. Da sind nur Krokodile auf dieser Insel. Das sind ja nicht unbedingt meine Freunde. Und da vorne haben wir den Außenposten. Wie können denn die hier auf dieser Insel einen Außenposten errichten? Ich meine, wir haben ja sogar einen Libertad-Pfad, der hier rumführt. Da ist sogar irgendjemand, der da rumspaziert. Da vorne auch. Wie machen die das dann, wenn da überall Krokodile rumspazieren? Hallo, Freunde. Da ist ja auch eins. Aber ich denke mal, die werden nur am Strand sein und nicht hier irgendwie im Inneren der Insel. Da ist ein kaputtes FND-Boot. Was machen die denn da? Ah, die buddeln einen Grabplatz für den hier. Na, warte mal, die Punkte hole ich mir. So, sind 10 Punkte mehr.
Na, Glückwunsch, wo kam denn das auf einmal her? Krokodilangriff, das müsst ihr doch wissen, ihr seid doch ständig auf der Insel hier. Dicktes Fleisch? Sorry, kann ich dich wiederbeleben? Ach, du lebst ja eh noch. Alter, da geht's halt mal wieder ab. Da, guck mal, da hinten ist die Bohrinsel. Das eine Boot war anscheinend nicht genug. Die wollten noch ein zweites opfern. Na gut, mir soll es recht sein. Da hinten steht noch eins. Ha! So viel zu, die sind nicht im Landesinneren zu finden, sondern nur am Strand. Aua. Ganz ernst. Ah, cool. Bewegt sich das hier jetzt auch? Was macht ihr denn da? Schnell mal weg. Ich glaube, da kommt gleich was von oben geschossen. Jupp. Scheiße! So, der lebt, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee, da schwimmt er schon. Okay. Hallo? Wo seid ihr denn? Alle fliehen ins Wasser? Boah, das ist eine sehr gruselige Insel. Wenn ich gewusst hätte, dass da so viel abgeht, wäre ich da nie hergekommen. Da vorne kämpfen die Nächsten. Das ist das nächste Boot anscheinend. Na, herzlichen Glückwunsch. Da habe ich wieder irgendjemand von dem Krokodil angegriffen. Weißt du, die sind die ganze Zeit auf der Insel unterwegs. Achtung, Krokodil! Ja, drei sogar. Vier sogar. Dann komme ich hier einmal ganz kurz her. Und plötzlich kommt der Krokodilhorde auf uns zu. Au! So, komm doch mal. Alles wieder gut. Hoch! Und weiter geht's. So, wo ist das zweite? Hast du das? Hast du das? Hast du das? Der schießt noch. Irgendwas passiert da noch. Ich sehe die gar nicht mehr. Da ist so viel Dickicht. Oh, das Feuer greift über. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Das ist aber kein iranisches oder amerikanisches Krokodil. Das ist ein mutiertes Krokodil. Guck dir das mal an. Ach du Kacke. Okay, komm. Gib mal schnell die Mission her. Damit wir hier weg können. Wir haben Infos von einem Deserteur über einen Kontrollpunkt bekommen. Mach den Soldados klar, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Ja, und jetzt? Ich glaube, der möchte eher fliehen, weil es da gerade brennt. Hast du gesehen, wie dieses Krokodil da aussieht? Das ist ja riesig. Und jetzt brennt hier wieder alles. Und der auch gleich, wenn er jetzt sich nicht wegbewegt. Eieieiei, da dient der Schweinekopf zur Angstmache, Sogar mit ein bisschen Blut da unten, aber wer soll denn von dem Angst haben? Die Krokodile ist, glaube ich, wohl eher nicht. Danny, ein Kontrollpunkt hat ein paar der entflohenen Parias gefangen. Du solltest ihnen einen Besuch abstatten und ihnen zu ihrer guten Arbeit gratulieren. Sehr nett von dir. So, Kontrollpunkt Robustus, Robustus Hügel. Und wir gucken gleich mal, wo der sein mag. Ach hier. Da unten. Na gut, das ist ja jetzt nicht unbedingt nebenan. Das ist ja irgendwo. Okay. 7000 Meter. Mhm. Also ich glaube, den werden wir so schnell nicht mitnehmen. So, eine schöne Bergbank. Ein bisschen was zum Schlafen. Da kann gut das Krokodil hier stehen und warten, bis du aufwachst. Wenn es überhaupt wartet oder nicht gleich zuschnappt. Also hier würde ich ja kein Auge zukriegen. Hier würde ich kein einziges Auge zukriegen, ganz ehrlich. Da hinten gibt es eine Kiste. Guck dir das mal an, da hinten ist eine Kiste. Irgendwo. Haben wir die schon mal mitgenommen? Waren wir hier schon mal? Ich weiß gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Bütchen haben wir hier ja keins mehr.
Also ich kann mich irgendwann mal erinnern, wir haben mal mit einem Boot einen Ausflug gemacht und haben irgendwas mal vom Meeresgrund heraufgeholt. Ob das jetzt hier war, aua. Oder woanders, keinen Plan. Okay, das haben wir auf jeden Fall noch hier. Das nehmen wir uns gleich mal mit. Gut, dass ich die Markierung entdeckt habe. So, mal schauen, wo das da liegt. Irgendwo in diesem versunkenen Schiff. Okay, lieber nochmal nach oben. Ich habe das Gefühl, da sind so ein paar Krokodile auf den Fersen. So, schnell hinuntertauchen, das mitnehmen. Oh, das ist kein Krokodil. Aua, aua. Au. So, komm, rauf, 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 rauf. Und dann irgendwie gucken. Scheiße, wir schaffen es da nicht rauf. Vielleicht haben wir Glück und der kommt da nicht hin. Aua. Ich möchte nur ein bisschen Leben aufheilen. Mehr möchte ich gar nicht. Wer kommt denn da jetzt? Oh, da schwimmt der. Guck mal, da schwimmt der. Au. Huch. Ah, warte mal, da können wir fetzen. Fetzen, schießen. Ja, sehr gut. So. Huh. Hallo, hallo, hallo. Sollen wir den auch runterschießen, dass der uns vielleicht sein Jetski gibt? Na egal, wir sind da gleich wieder drüben. Die Frage ist nur, wo kommen wir denn da jemals wieder rauf? Wie kommt denn der da jemals wieder weg, wenn wir sein Jetski mitnehmen? Gar nicht. Kacke. Da ist überall Gebirge. Egal, ob wir jetzt da nach hinten schwimmen oder dahin schwimmen. Da ist überall Gebirge. Na gut, dann schwimmen wir mal in die Richtung, dann decken wir vielleicht gleich mal ein bisschen was auf. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns für einen der zwei Wege entscheiden, ob das jetzt links oder rechts ist. Steine sind überall und sobald irgendwo Steine sind, heißt das, wir kommen dort nicht rauf. Wir müssen nur hoffen, dass das nicht irgendwie gerade ein Hai nach Futter sucht oder irgendwie so ein Monsterfisch wie gerade eben oder vielleicht noch ein Krokodil. Wir haben ja vorher drei Krokodile gesehen, die sind da auch ein bisschen baden gegangen ins Meer. Es sieht noch gut aus, wir haben ein volles Leben. Wir müssen nur schauen, ob da vielleicht, wenn wir da nach links abbiegen vorne, ob wir nicht vielleicht gleich wieder einen kleinen Strandbereich haben, wo wir dann direkt aus dem Wasser rauskommen können. Das wäre sehr schön, das würde mich sehr freuen. Ich möchte viel, oje, aber nicht im Wasser sterben. Das steht nicht auf meiner Bucketlist. Oh Gott, das geht hier noch weit nach hinten. Vielleicht haben wir Glück, wenn wir hier nah am Felsen schwimmen, dass der Fisch da nicht so weit herkommt und eher im tieferen Gewässer bleibt. Eieieiei, alles nur wegen so einer Kiste. Da ist Strand. Sehr gut. Huch. Strand und Feind. Oh, da ist doch kein Feind. Das ist nur Krokodil. Okay. So, ich stelle mich mal hier hin. Dass unsere wenigen Leute, die wir auf dieser Insel haben, noch überleben können. Eieieiei, was für ein Schlachtfeld. Guck dir das mal an. Einmal, zweimal, dreimal, viermal Krokodil. Uiuiuiui. Wobei das hier schon eher aussieht wie eine Schlange. Noch eins? Ja, das weiß ich nicht. Das musst du die fragen. Jetzt ist ja eh keiner mehr da, hoffentlich. Ich fliehe. Mir ist das zu viel hier. Ich fliehe. Die Insel haben wir entdeckt, die Krokodilinsel. Eieieiei. Also, wie man sich hier ein Lager aufbauen kann, ist mir wirklich ein Rätsel, muss ich zugeben. Guck mal, wer da drüben ankommt. Ich glaube, das waren die Fetten von vorher. Die Riesenkrokos. Ja, das waren die Riesenkrokos. Ich glaube, denen gehen wir mal aus dem Weg. Mir ist schon so ein kleines iranisches Krokodil zu viel. Da brauchen wir die da. Lieber nicht. So, dann mal ganz kurz gucken, ob wir da vielleicht irgendwo anders hinfahren sollten. Lieber, vielleicht sollten wir eher mal da nach oben oder hier wieder hin und dem Libertad-Pfad dann folgen und nach oben zu Cayo Ardiente gehen. Das wäre eine gute Idee, denke ich. Das war keine gute Idee. So, rein mit dem.
Ich hoffe, das reicht. Ja, schaut gut aus. Sudala, schaut gut aus. 300 Meter. Und überall, guck mal, hier drüben, da drüben habe ich vorher auch gerade eins gesehen, überall sind die Fässer. Die PG-240 Fässer mit dem, ich kann es nur nochmal sagen, völlig ungefährlichen Zeug natürlich, dass die hier rumspringen. Wir haben übrigens überhaupt keine Munition mehr in unserer Raubwaffe. Ich würde nochmal ganz kurz hier gucken, ob wir da vielleicht irgendwie die Möglichkeit haben für ein bisschen Munition. Da vorne ist ein FND-Soldat, der hat bestimmt was dabei. Liegt da auch was? Nee. So. Mirda, Mirda. Hä? Volle Munition? Was hat er nie dabei? Das gibt's ja nicht. Ihr Guerilleros werdet Castillo erledigen. Das wären wir. Dachte schon, die beschimpft uns jetzt. Naja, keine Munition, das war ja ein Armutszeugnis eher. Da hätten wir die ja leben lassen können. Naja. Kann ja keiner wissen. So, wo führt der Pfad denn hin? Wir müssen hier abbiegen. Da können wir eigentlich gerade nach vorne rennen. Dann laufen wir ja eh am Pfad nämlich vorbei. Dann hier hinunter bis zu diesem kleinen Punkt da vorne bei Cayo Ardiente. Ich würde ganz gerne diesen einen Außenposten hier erstmal wieder demarkieren. Wir verfolgen mal den hier. Oder verfolgen wir gar keinen, würde ich sagen. Genau, dann haben wir nämlich keine Markierung auf der Karte, sondern laufen einfach mal dorthin, wo wir hinwollen. Nehme ich die Markierungen an, die wir uns selber setzen. So, was macht ihr da? Geht lieber rückwärts. Oh Gott, da kommt noch ein Krokodil. Oh, wir haben ja keine Muni mehr. Scheiße. So, du hast eine Mission. Kommt noch eins? Bitte sag jetzt nicht ja. Gebola. Danny. Die Armee versucht, unsere Bewegung mit einem ihrer Kontrollpunkte einzuschränken. Wir müssen ihn zerstören. Danke dir. Na, wo ist denn der schon wieder? Isabel Steppes, nächster Kontrollpunkt. 9,7 Kilometer entfernt. Na, das ist ja ein Katzensprung. Wo haben wir den denn überhaupt? Irgendwo da hinten wahrscheinlich wieder. In Eleste, da unten, bei Konuko. Da unten, am andersten Ende der Welt. Da unten haben wir den Kontrollpunkt. Na gut, dass wir da jetzt darüber Bescheid wissen. Sehr schön. Ja, ich glaube hier, oh Gott. Ich glaube hier haben wir mittlerweile schon alles entdeckt, was wir entdecken können. Das ist der Fette von gerade eben. Ups, haben wir ganze Palme auch mitgenommen. Schau mal einer an. Was ist denn das für ein Teil überhaupt? Beschädigtes Fleisch, scheiße, wissen wir gar nicht. Aber der ist ja wirklich übertrieben. Also wenn wir uns mal so ein iranisches Krokodil hinnehmen... Das ist halb so groß, wie der da. Das ist... Puh. Dem möchte ich nicht begegnen. Ganz ehrlich, lieber nicht. So, da drüben brennt wieder so ein Bötchen von denen. Oh, da sind da sogar Leute von uns. Guck mal. Dass die in so unsicherem Gebiet hier überall rumspazieren, wo Krokodile sind. Schön draußen, ja, wunderschön. Carlos ist ehrenvoll gestorben. Wir werden ihn nicht vergessen. Aber ganz bestimmt nicht. Vor allem wunderschön hier, wenn da jeden Moment ein Krokodil ums Eck kommen kann und dich auffrisst. Super. Da unten steht auch irgendjemand. Das ist aber ein FND-Soldat. So, Werkbank. Heißt das vielleicht, wir können hier möglicherweise ein bisschen Munition mitnehmen? Materialien, Tauschhandel? Ich guck mal. Hier? Steht da irgendwas mit Munition auffüllen oder so? Leider nicht. Ah, Munition haben wir aufgefüllt. Sehr schön. Automatisch oder nur... Ja, ich glaube automatisch, weil wir einmal ins Menü gegangen sind. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den Soldat, würde ich sagen, den lassen wir einfach mal da unten Soldat bleiben. Den müssen wir nicht killen, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Wir holen uns eher mal das da drüben. Guck mal einen an, das sieht auf der Map aus wie so ein altes Theater. Wie sowas römisches, griechisches, aber das ist anscheinend doch was anderes. Da sind so ein paar Lagerhallen, hier haben wir Silos. Sieht ziemlich frisch aus. Und wir haben auch eine Box, die wir hier mitnehmen können, sehe ich gerade. Und natürlich auch Feindpräsenz, aber das ist ja klar.
Wir haben einen Sunny. Ja, wir auch. So, mal gucken, ob wir da rein können. Nee. Hier ist es gefährlich. Ah! Öl wird hier gewonnen. Das ist wahrscheinlich die Schwesterfabrik zu der Ölbohrinsel da hinten. Was haben wir da? Manguera contra Incendios. Okay. Prohibido el acceso personal no autorizado. Okay, die dürfen da nicht rein, weil wir nicht autorisiert sind. Construction Area haben wir hier auch. Irgendwo ist noch einer. Oh, hier. Und da. Scheiße. Spezialeinheit. Schwer bewaffnet. Also wir sind hier nicht irgendwo. Wir sind hier definitiv nicht irgendwo. Gasolinera, Gas Natural. Nicht rumschießen. Na gut, das war ein Schalldämpfer, dass das niemand hört. Wobei die ja auch rumballern würden. Ob da jetzt Explosionsfässer stehen oder nicht. Also explosive Fässer natürlich. Es kann natürlich auch sein, dass diese Leitungen... Guck mal, die führen hier da hinten, glaube ich. 6P13 Automatik. Das ist aber ein ausgefallener Name. Dass diese Leitungen, die da lang führen... Ich guck mal, ob die ins Meer führen oder nicht. Ja, ich glaube, diese Leitungen führen ins Meer. Und irgendwo da hinten, ich weiß leider nicht mehr genau, wo... Da sieht man's. Da haben wir eine Ölbohrinsel rumstehen. Die ist gar nicht so weit entfernt. Da ist die. Da ist der Golf von Mexiko. Da haben wir die Ölbohrinsel. Da haben wir Bahia de las Sirenas. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leitungen, die hier in den Boden reinführen, die hier ins Meer reinführen, bis zu der Insel nach da hinten gelangen. Und das Öl, das sie dort gewinnen, hier weiterverarbeitet wird. Das kommt in den Silos. Hier haben wir auch noch ein paar von diesen Ölbohrdingern. Also das gehört anscheinend zusammen. Das hier... Und das da drüben. Interessant, hätte ich nicht gedacht, dass das so riesig ist. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie eine Ölbohrinsel normalerweise aufgebaut ist, was es da für Zwischenstationen gibt und wie das alles raffiniert wird und wie auch nicht. Na, dann lassen wir die mal arbeiten, würde ich sagen. Hab zwar keinen Plan, wo die jetzt herkommen, aber gut, dass sie da sind. Okay, haben, glaube ich, alle mitgenommen. Vorsicht vor den Flammen. Für dich würde ich durchs Feuer gehen. So, hat ihn niemand gemerkt, glaube ich. Sonst gibt es da nichts mehr. Auf den Silos haben wir nichts, da kommen wir auch gar nicht hinauf. Oh, da ist irgendwer gestrandet. Guck mal. Warte mal, da haben wir auch noch was. Ah, hey, hier liegt eine Leiche, hat er gesagt. Okay, okay. Na, guck mal, auf deinem Boot ist jetzt auch einer. Und damit sich der nicht so alleine fühlt, leiste ihm mal ein bisschen Besuch. So, oje, da kommen wir mit dem Pferd auch noch. Der muss sich was denken. So, einmal Krokodil, zweimal Krokodil, dreimal Krokodil. Finde ich ein bisschen schade, wenn die das umknallen, können wir das gar nicht looten. Wir können das nur looten, wenn wir selber ein bisschen mitschießen. Aber wenn die das hier umknallen, dann liegt dann zwar das Krokodil hier rum. Oh je, hier ist eine Leiche. Ja, nicht nur eine. Ja, seid halt euch. Zu nah und zu gefährlich. Das war aber jetzt sehr schnell, dieses Krokodil hier. Huh! Hoppla! Ich darf nicht zu schnell schießen, weil dann geht der Schalldämpfer nämlich kaputt. Eieieiei, was ist denn hier schon wieder los? Alter, noch zwei. Willst du mich verarschen? Die fetten auch noch. Na, Glückwunsch. Au. Scheiße.
Was machen wir hier denn überhaupt? Ja, gesell dich mal dazu zu denen, dass sich die nicht so einsam fühlen. So, beschädigtes Fleisch. Keine Ahnung, was das da für ein fettes Ding ist. Wo sind wir da gerade? Auf einer Reitstrecke? Das gibt's ja nicht. Da kommt einer nach dem anderen. Und wenn gerade kein Krokodil kommt, dann kommt ein Pferd. Das gibt's ja nicht. So, ich wollte eigentlich hier noch irgendwas lesen. Da haben wir das. Gedruckter Zeitplan. Um 4 Uhr gibt es die Annahme. 4 Plätten roh, zusätzliche Vorräte. Um 6 Uhr Ablieferung und Versorgung. Die Plattform-Crew hat zusätzliche Munition angefordert. 2 Kisten 50mm Munition wird geliefert. Ich dachte, das sind irgendwelche Anweisungen über die Ölbohrinsel hier oder generell, was mit dem Öl da passiert. Leider nichts zu finden. Na, wenn wir Glück haben, haben wir ja später vielleicht irgendwo eine Mission oder sowas noch dazu. Das könnte ja möglich sein. Mal schauen. Wie weit erstreckt sich denn das eigentlich? Cayo Ardiente bis da nach hinten. Guck mal, überall haben wir so ein paar kleine Dinger hier. Da haben wir die Schatzsuche. Da hinten geht es dann auch noch weit bis hierhin. Und das hier müssen wir uns auch irgendwann nochmal später anschauen. Uiuiuiui. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Einmal streicheln. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Folgenpause. Sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6. Und da holen wir uns dann den zweiten Teil dieser Ölbohrinsel. Beziehungsweise Insel ist es ja gar nicht, sondern nur dieser Öl... Anlage hier. Was will denn der schon wieder? So, lieber nichts versprechen, was man da nicht halten kann. Eieieiei, wir sind ja hier wirklich wie auf einer Rennstrecke. Das ist ja ein Wahnsinn. Da müssen Pferderennen stattfinden. So viele, das gibt's ja nicht, oder? Also, jetzt wird es aber dann bald ein bisschen too much. Achso, S, schnell drücken. Eieieiei, was für ein Kill. Na, herzlichen Glückwunsch, Freunde. Halleluja. So, ich würde sagen, wir gehen da mal schnell lieber weg. Damit wir dann beruhigt in die nächste Folge reinstarten können. Eieieiei, okay. Okay. Guck mal, da oben ist wieder irgendeine Kiste für uns. Da ist auch ganz unscheinbar das Symbol, dass wir da oben eine Kiste finden können. Also es würde nie ein FND-Soldat überreißen können, dass wir da oben eine Kiste finden. Fangen wir nochmal hier mit der Markierung. Also die sind ja schon ein bisschen sehr offensichtlich, aber gut. Solange die Kiste da oben noch ungeöffnet ist, holen wir uns die definitiv in der nächsten Folge. Danke nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Bis dahin, tschüss!